Kunstobjekt oder Möbelstück? Die Entwürfe des Berliner Labels One Plus 11 sind beides. Wofür sie genutzt werden, entscheidet der Käufer. Als Schreibtisch, als Bar oder einfach nur als Blickfang. Melina Belic hat Medizin studiert, bevor sie zum Design kam. Wir verbinden Design und Kunst in einem Objekt. Wir sehen unsere Objekte als Kunstobjekte, als Artobjekte, obwohl wir lassen immer so eine Funktion, die behalten wir immer in unserem Objekt, dass die Objekte kann man nutzen. Milena Belic und der Architekt Wim Janow sind beide aus Russland und haben das Studio vor 2 Jahren in Berlin gegründet. Die Ideen entstehen spielerisch, bei Experimenten mit Linien, Formen, Würfeln. Oft lassen sie sich von Künstlern inspirieren, wie bei dem mit einem German Design Award prämierten Objekt Soul. Soul Levitt, das ist Künstler, der hat eigentlich Konzept Kunst geprägt und seine Idee war mit dieses Spiel mit Modulen, mit Würfeln. Und da haben wir versucht, in unserem Objekt Soul auch mit Würfel zu spielen. Wichtig bei der Entstehung der Entwürfe, die Arbeit mit Modellen. Erst mit dem dreidimensionalen greifbaren Objekt entdecken die beiden Designer alle Möglichkeiten und Probleme. Bei Modellen, das ist für uns ganz wichtig, zum Beispiel wie wir verbinden Fuß mit Körper von Möbel. Was ist da wichtig für uns, welche Radien, welche Ecke, Winkel, und das ist dann meistens besser zu sehen bei Modellen. Die Möbel bauen Handwerker aus der Region. Tischlermeister Zascho Petkov arbeitet einen Monat oder länger an der Herstellung eines Objekts. Davor werden gemeinsam Lösungen für die Umsetzung gesucht. Der ist ja relativ schmal mit 400 auf 1,50 Meter. Also die einzelnen Verbindungen und Abläufe, auch mit den Oberflächen, welche Sachen als erstes bearbeitet werden müssen und welche danach. Und also sie sind sehr komplex. Der Name One Plus 11 ist auch Programm. Von jedem Möbelstück gibt es einen Prototyp und anschließend nur 11 weitere Exemplare. Ortswechsel. Die Messe Collectible für zeitgenössisches Design in Brüssel. Hier präsentieren 92 Aussteller aus 15 Ländern ihre Designs. Darunter auch das Berliner Studio. Wir mögen ihre Arbeit wirklich, weil sie sich mit der Verbindung von Kunst und Design beschäftigt. Wenn man sich die Stücke anschaut, sieht man, dass sie zwar funktional sind, aber eben nicht nur funktional. Sie sind sehr spielerisch und bewegen sich zwischen diesen beiden Welten. Limitiert und handgefertigt, das hat natürlich seinen Preis. Zwischen 700 und 20.000 Euro kosten die Stücke. Sie sind sehr geradlinig. Alles Überflüssige wurde weggelassen, das mag ich. Die Stücke sprechen zu mir. Mir gefallen die Materialien und ihre pure, skulpturale Form. Ideen für neue Objekte haben die beiden Designer reichlich. Und erfolgreich sind sie auch. Allein 2019 haben sie 4 German Design Awards gewonnen. Wir sind stolz natürlich und wir sind total motiviert, weiter was zeigen und mit unseren Objekten zu begeistern. Design oder Kunst? Hier verschwimmen die Grenzen. Und gerade darin liegt der Reiz.